Hey Leute, was geht? David von iDesignisch hier. So, willkommen zu unserem netten, schönen 600 Abo Special Intro Tutorial. Ja, auf jeden Fall, ihr wisst es ja, das ganze Blabla von wegen Dankeschön und weiter so weiter und so fort. Da klemme ich mir einfach mal und komme jetzt gleich zum eigentlichen Tutorial. Ich hatte das letztens schon mal hochgeladen, das Intro, aber hier nochmal zur Ansicht für euch. Also, das heißt, diese komischen Dinger, die da immer hochpoppen und so, da hatte ich mir mal gedacht, cool, machen wir mal ein Intro daraus. Und dann noch mit der Schrift, die ihr dann. Am Ende schöne Schrift. Aber gut, wie auch sei, kommen wir jetzt auf jeden Fall mal zum Tutorial. Ich will nicht, dass es wieder zu lange dauert. Und wie ihr gerade schon gesehen habt, brauchen wir After Effects. Erstmal so ein bisschen hier in Cinema und dann so ein bisschen Feintuning in After Effects. Auf jeden Fall bleibt dran und habt Spaß. Also, als erstes machen wir eine Kugel. Bei der Kugel ändern wir den Typ auf Ecoseda, wie auch immer man es ausspricht, und haben wir so ein Ding hier. So, als nächstes einmal nehmen wir einen Displacer. Also bei den Deformern gehen wir rauf und suchen uns den Displacer. Den packen wir unterhalb der Kugel und wie ihr sehen könnt, ist es jetzt ein bisschen eckiger geworden, das Ding. Das heißt, dass er jetzt halt ein bisschen zerstückelt werden kann, die Kugel. Aber bevor wir das machen können, gehen wir hier auf Shader, gehen bei Shader uns ein neues Shader raus. Wo haben wir neues? Da. Jetzt haben wir den abgerundet. Also eckiger meine ich. Jetzt gehen wir auf Objekt und packen die Höhe mal etwas nach oben. Na, nicht so extrem natürlich. Könnt es auch mal in die andere Richtung machen, wie ihr lustig seid. Naja, auf jeden Fall. Ich mach das mal so, ja, 200 denke ich. Haben wir das. Sieht noch nicht unbedingt prickelnd aus, aber es kommt noch. Als nächstes, damit wir das ein bisschen einpolygoniger haben, oder wie man es nennt, auf jeden Fall nicht so rund und nicht so ineinander, dass es übereinander überläuft, gehen wir hier bei den Form Tag. Der ist so ein bisschen dazu da, dass es so ein bisschen alles runder und so ein bisschen softer und geschmeidiger und so gemacht wird. Das löschen wir einfach mal. Und jetzt, wie ihr sehen könnt, ist das alles eckig. So, jetzt den Displacer kopieren wir uns mal. STRG-C, STRG-V. Und packen den wieder mal rein. Ups, ja. In die Hool und jetzt sehen wir, gibt es ein bisschen mehr, sage ich mal, Leben. Also ich würde mal so meinen, weil es einfach anders aussieht. Aber das sieht mir noch nicht so randommäßig aus. Ich will das noch ein bisschen anders haben. Deswegen gehen wir auf den Shader, ändern den Noise Shader. Gehen auf der globalen Größe. Drehen das mal ein bisschen hoch. Na, 300. Ich würde mir sagen, auch mal 200. Gehen wir mal auf 200. Ja, ich denke, es ist okay. Und dann gehen wir auf die Animationsgeschwindigkeit. Komma 2. Und dann natürlich bei den anderen Displacer auch. Auf Noise Animationsgeschwindigkeit. Komma 2. Und wie ihr jetzt sehen könnt, spielen wir es mal kurz ab, bewegt sich das im gewissen Rahmen, weil wir ja die Geschwindigkeit hochgesetzt haben. So. Jetzt aber wollen wir den Polygonreduzierer benutzen. Reduktion, wie auch immer, reduzieren ist halt das Verb. Auf jeden Fall gehen wir hier auf Deformer, gehen hier auf den Polygon, auf diese Polygonreduktion und packen die oben drauf.
So, wie ihr sehen könnt, sehen wir jetzt eine Art Bauklotz. Hier können wir jetzt wählen. Wenn wir die hochschrauben auf 100%, ist das alles da. Jetzt können wir das runterschrauben und umso weiter wir das runterschrauben, umso verändern tut sich das Vieh. So, grüner. Und das wollen wir als Keyframe. Heißt, auf Punkt 0 wollen wir halt 0 haben. Das heißt, wir halten STRG gedrückt und drücken auf dieses Dreieck, Viereck, dass das rot ist, und haben damit einen Keyframe gesetzt. Jetzt gehen wir auf der Zeitleiste nach vorne. Bevor wir das aber machen, damit wir ein bisschen mehr Spielraum haben, bei den 100 Bildern gehen wir auf 300 Bilder und ziehen einfach diese Liste, die Leiste hier nach hinten, so dass unsere Timeline einfach größer wird. So, jetzt aber gehen wir auf 100 und da will ich den nicht vollkommen weg haben, sondern ich will, dass ein Polygon da bleibt. Das heißt, ich gehe auf 99% und habe genau noch ein Polygon da. So, jetzt ist es gelb. Das wollen wir aber keyframe, das heißt rot haben. STRG gedrückt halten und aufs Bobbelchen klicken. Und jetzt haben wir da ein Keyframe gesetzt. Heißt, wir gehen auf 0 und sehen jetzt, wie sich das einmal verändert. Aber wir wollen das noch nicht genug. Ich will auch haben, dass das wieder rückgängig gemacht wird. Heißt, von 99 wieder auf 0. Das heißt, da wir jetzt 100 Frames genommen haben, nehme ich wieder dasselbe. Also wieder 100. Bin somit bei 200 nach Adam Riese. Und mache 0% und wieder einmal STRG gedrückt halten und keyframen. So, jetzt gehen wir auf Frame 0 und lassen das mal durchlaufen. Wie ihr sehen könnt, geht es auf 99 und dann geht es wieder zurück. Und es bewegt sich munter weiter. So, das ist eigentlich schon der ganze Zauber, mehr oder weniger. Jetzt wollen wir es aber noch haben, dass... jetzt ist wieder groß. Auf jeden Fall dieses Atomding, was ihr da sehen könnt, diese Umrandung, die wollen wir noch ein bisschen haben. Die sieht nämlich ganz cool aus. Das machen wir folgendermaßen. Und zwar, also ich zeige euch das erstmal, wie es nicht geht, damit ihr sehen könnt, warum das nicht funktioniert. Wir wählen uns das Atom Ray aus. Und zwar... hier gehen wir auf dieses Ding, auf Atom Array. So, wie der Name schon sagt, das formt das alles so um zu so einem Atomgitter. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, so entweder im Chemiefilm oder irgendwie in der Schule vielleicht oder sowas. Auf jeden Fall packen wir das mal da rein. Und wie ihr sehen könnt, ist unsere Form weg und das ist jetzt zu diesem Atomgitter geworden. Das wollen wir aber nicht haben. Also nicht direkt. Deswegen kopieren wir es einfach und packen, also STRGC, STRGV, und packen dann einfach eine Kopie davon rein. So, und jetzt haben wir die eine Kopie, die ist aufgelöst worden und die ummantelt jetzt die andere Kopie. Und so haben wir schon mal soweit das. So, das war eigentlich der ganze Zauber. Jetzt wollen wir es noch eine Szene geben, Texturen drauf knallen und dann auch in After Effects ein bisschen schön machen. Als erstes eine Textur. Was ich jetzt mache, ist bei Leuchten. Also erstmal Farbe weg, Glanzlicht weg. Ja. Weil Leuchten ist einfach besser, meiner Meinung nach, weil da hat man mehr Leuchtkraft und einfach mehr Spiegelung kann man mehr so ein bisschen mit rumspielen, sage ich mal.
Auf jeden Fall gehen wir bei Spiegelung jetzt auf Textur. Und auf Farbverlauf. Gehen bei Farbverlauf drauf auf den Shader. Und machen das Schwarze. Dunkelrot. Und das Weiße. Ups, hellrot. So. Bei der Spiegelung lassen wir es eigentlich so weit gehen, halt nur bei den Shader auf. Quatsch. Aber könnt ihr auch ausprobieren, Neues, aber das will ich jetzt nicht. Ich nehme Fresnel. Fresnel und nicht Farbverlauf. Na, wo haben wir es? Komm her hier. Da. Bin ich ein blöd? Warum? Gut, irgendwie versuchen wir es mal. Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung, dass es anders aussieht, aber egal, ist jetzt schon spät und ich bin müde, keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir das jetzt mit dem Atom Array dasselbe. Das heißt, Farbe raus, Glanzlicht raus, Leuchten. Ihr könnt das eigentlich auch kopieren. Aber das sparen wir uns. Also wir machen eigentlich dasselbe, nur die Farbe ändern wir halt. Details. Spiegelung, Farbverlauf hatten wir. Farbverlauf, weiß machen wir hellblau. Also ihr könnt was anderes nehmen, aber ich nehme hellblau. Wie im Beispiel. Und das Schwarze mache ich dunkelblau. Voila. Spiegelung nehmen wir Fresnel. Ich finde interessant, irgendwie sieht die Textur nicht so aus, wie sie haben will. Aber wir können gleich nochmal schauen, wie es dann gleich aussieht mit der Szenerie. Weil, wie ihr sicher wisst, bringt das nichts, wenn wir keine Szene haben. Wie ihr seht, sieht es doof aus. So, das haben wir aber schnell gelöst. Und zwar, wir gehen mittlere Maustaste, haben die vier Felder. Suchen uns dann irgendeine Seite aus, also rechts oder links. Ich nehme hier rechts und nehmen wir uns eine Spline. Das heißt, wir gehen hier auf die Splines und nehmen Linear Spline. Heißt, wir cheaten uns jetzt so ein bisschen so ein Lightroom. Also es gibt ja viele Wege einzumachen und das ist jetzt so der für die Faulen. Wir suchen uns einen Punkt, nehmen jetzt dann den... Also ziehen uns einfach, nehmen wir jetzt irgendwelche Punkte, die können wir eh nochmal justieren gleich, wenn wir wollen. Und suchen uns andere Punkte. Heißt, dass es so ein Dreieck ist. Dann gehen wir rechte Maustaste, Punkte hinzufügen. Und setzen uns zwei Punkte. Ungefähr da und da. So, jetzt gehen wir auf den Spline nochmal drauf. Und gehen auf Typ. Auf Base Spline. Das heißt, das ist die Ecke, es ist abgerundet. So, gehen wir wieder zurück zu unserem Hauptfenster. Und jetzt packen wir uns das so hin, wie wir wollen. Das heißt, wir ziehen uns das mal nach hier. Ja, ich denke, so ist gut. Kopieren uns das. STRGC, STRGV. Können hier mal außerdem, dass wir nicht das Punktwerkzeug angewählt haben, können wir uns das Objektwerkzeug nehmen und dann schieben wir uns auf die andere Seite. Irgendwo im Abstand. Könnt ihr noch irgendwie hinziehen, wie ihr wollt. So, jetzt verbinden wir die zwei Splines mit einem Loft-Nurb. Heißt, wir wählen bei den Nurbs, haben wir hier Loft-Nurb ausgewählt. Nehmen die zwei Splines, die markieren wir uns und ziehen die da rein. Na, ziehen die da rein. Und voila, haben wir schon einen Lightroom. So, jetzt packen wir uns eine Farbe drauf. Wir gehen auf Leuchten. Lassen das erstmal weiß. Wir gehen allerdings auf der Leuchtkraft auf 90%. Wollen wir halt nicht so krass haben. Obwohl, lassen wir mal.
80, gucken wir mal. Farbe raus natürlich und Glanzlicht raus. Jetzt sehen wir schon, wird ein bisschen dunkler. Dann machen wir doch lieber 90. Ja, das sieht doch gut aus. Und packen was drauf. So. Jetzt haben wir das soweit. Jetzt können wir mal, also um euch mal die zwei verschiedene Möglichkeiten zu zeigen, die ich ziemlich geil finde. Also ich hatte das jetzt auch, als ich das selbst für mich mal gemacht habe, hatte ich was Neues entdeckt, was sehr geil aussieht, weil ich hatte ja bei mir im Intro, hatte ich das Blau gehabt, den Hintergrund, aber wenn der blank weiß ist, sieht total geil aus, finde ich. Aber ich zeige euch das mal. Also wie mir auch sei, auf jeden Fall müsst ihr so oder so bei den Rendervoreinstellungen, es geht darauf. Und wählen erstmal Effekte, Ambient Occlusion. Dort machen wir die Strahlenlänge auf 200 und den Kontrast auf 10, so dass es einen schönen schattigartigen Effekt gibt mit Tiefe und so ein bisschen. Aber seht ihr gleich. Und dann gehen wir bei Effekten noch auf Global Illumination. Und ja, jetzt haben wir es soweit. Jetzt zeige ich euch das mal, wie es ausschaut. So, also gut, das mit dem Hintergrund kann man noch fein justieren. Aber sieht das Ding nicht geil aus? Also da geht mir echt eine ab gerade. Diese saftigen Farben und diese geile Spiegelung und ah, ich finde es extrem geil. Aber gut, ich werde es erstmal so machen, wie ich das hochgeladen habe. Das heißt mit diesem blauen Hintergrund. Könnt es ja so weiß lassen, finde ich geil. Ich werde das Projekt eh bei euch nochmal in die Videobeschreibung tun, also so als kleines Template, wie ihr das auch immer nennen wollt. Und da werde ich das mal weiß lassen. Gucken wir mal. So, allerdings, lange Rede, kurzer Sinn, wollen wir das jetzt mal ein bisschen ändern. So, und zwar, wir gehen auf unsere Textur, die wir gerade weiß gemacht haben. Und, also unser Lightroom, die Textur. Und gehen auf Leuchten, dann auf Texturen, gehen auf Farbverlauf. Gehen wir auf drauf auf den Shader. Wählen wir aber von nicht 2DU aus, sondern kreisförmig. Und wie ihr sehen könnt, haben wir das schon ein bisschen kreisförmig. Wir wollen das aber umgekehrt haben. Denn jetzt heißt es ein bisschen, ne, dass das Schwarze, also sprich in der Mitte, ist schwarz und es geht nach außen hin weiß. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen innen drin weiß haben. Heißt, das Schwarze wählen wir uns aus. Doppelklick auf diesen Button da. Wir machen es weiß und am Rande wollen wir blau haben. Nicht unbedingt hellblau, sondern so ein Mittelding zwischen dunkel und hell. So, wie ihr sehen könnt, haben wir das jetzt schon mal. Umso weiter ihr rauszoomt, so weit sollt ihr nicht rauszoomen, weil sonst sieht man die Enden des Lightrooms. Je nachdem, wie weit ihr rauszoomt, wird es halt blau. Wie ihr sehen könnt, in der Mitte ist weiß und am Rand ist blau. Heißt, umso mehr reinzoomt, desto weißer ist eure Szene, umso weiter ihr rauszoomt, desto blauer wird's. Jetzt gucken wir mal, wie es denn soweit ausschaut. Ich denke, das ist doch schon mal ganz okay. Ich will das nicht unbedingt zu weit nochmal reinmachen. Rennen wir mal und schauen, wie es aussieht. Bis gleich. So, das hat doch schon mal was, sieht doch schon mal ganz cool aus. Ich denke, das lassen wir erstmal so, sollte ungefähr so sein, wie ich das im anderen Projekt hatte. Natürlich kann ich das nicht genauso machen, weil ich mache es halt immer anders und habe nicht die genauen Daten. Aber ich denke, das sollte ungefähr hinhauen. So, jetzt wollen wir das schöne Vieh aber mal animieren, so dass es auch zur Seite hingeht. Und das machen wir folgendermaßen. Als erstes gruppieren wir das. Das heißt, wir
Mit SDRG wählen wir einfach die zwei Objekte aus, also das Atomarray, dann halt die, wählt er automatisch die ganzen Subobjekte aus und dann halt die Kugel mit den anderen Subobjekten. So, dann drücken wir Alt und G, dann gruppiert er das. Das müssen wir nicht benennen, mache ich jetzt auch eher nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr es einfach benennen. Und das wollen wir jetzt in die Ecke haben. Das heißt, wir gucken uns an, wie geht denn die Animation. Also wir hatten das ja gekeyframed auf, no, auf Frame 100. Ist das so ein Poly geworden und dann geht es zurück auf wieder 100. Also auf wieder, dass es voll wird. Ist bei 200. Jetzt müssen wir gucken. Jetzt beispielsweise Keyframe ist das, das ist von Frame 100, Frame 200 in diese Ecke geht. So, gehen wir zurück. Also mit STRGZ kommt er mal zurück. Und das wollen wir jetzt mal machen. Das heißt, wir wählen unser Objekt aus, gehen hier auf den Schlüssel und haben das, also drücken drauf und haben Keyframe gesetzt. So, jetzt wollen wir die Position mal verändern. Ah, oder auch nicht. Dann gehen wir erst auf der Timeline dahin, wo wir wollen. Heißt, wir haben insgesamt 300 Frames und ich brauche noch für After Effects ungefähr 50 Frames, würde ich gerne haben. Deshalb setzen wir das auf 250. Heißt, er hat jetzt 50 Frames lang Zeit, nach da hinten zu rudern. Nicht 60, sondern 50. Dip, 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 dip. So. Jetzt schiebe ich das Ding dahin, wo ich hin will. Ungefähr da. Und wieder das schöne Schlüsselobjekt anklicken. Und jetzt hat er eigentlich einen Keyframe gesetzt, ja, hat er. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier schon eine kleine Linie. So, jetzt wollen wir das mal gucken. Gehen wir auf Frame 0 und lassen das mal durchspielen. Wie ihr sehen könnt, das wird immer kleiner, poppt sich erstmal so ein bisschen zusammen. So, jetzt ist es bei einem Poly, jetzt geht es wieder auseinander, zu voller Größe, sage ich mal. Und wenn er jetzt bei 200 Frames angekommen ist, bewegt er sich auf die Seite. Und da will ich dann letztendlich, dass dann in After Effects so der Text eingeblendet wird. Und dafür sind dann die letzten paar Sekunden noch Zeit. So, und das haben wir jetzt soweit. Ich denke, wir haben nichts vergessen und können jetzt fertig rendern. Heißt, wir gehen wieder in die Einstellungen und wählen das mal aus, was wir haben wollen. Auflösung, wie ihr wollt. Ich gehe auf 1080p, 25 Frames per Second. Gehe natürlich auf alle Bilder. Dann auf Speichern, wählen uns natürlich den Pfad aus. Ich rendere das jetzt nicht, weil ich habe mein altes Projekt schon gerendert, weil das dauert sonst zu lange, das Rendern. Und werde das Format, wählen wir aus, ist das kleinste, dann QuickTime. Ist schon das kleinste, der andere Rotz ist einfach viel zu groß und finde ich kacke. Aber euch überlassen. Ihr müsst es ja eh später nochmal komprimieren. So, ansonsten gehen wir Anti-Aliasing müssen wir natürlich auch noch, Bestes, dann auf den Filter gehen wir natürlich Animationen. So, und da haben wir es soweit. Machen wir es zu. Und beim Render-Manager, also normalerweise, wenn ich meine Speedarts mache, rendere ich hier nur Bilder. Das ist kein Problem, einfach hier auf unseren Ausschnitt rendern gehe. Soweit kein Problem. Allerdings, wenn ich eine Animation mache, ich weiß nicht, wie es bei euch ist,
ist es am besten auf Renner zu gehen und dann hier zum Renner Manager hinzufügen. Will ich hier nicht speichern. Und ja, dann öffnet sich das Feld und ihr könnt dann auf Jobs gehen und dann Jobs starten, also Rendern starten gehen, wenn ihr soweit fertig seid. Bei mir hat das alte Projekt schon gerendert und deswegen, wie noch sei. Auf jeden Fall ist das sicher, weil der andere Rotz, wenn ihr das mit dem Bildmanager macht, stürzt euch Animation ziemlich ab, weil der PC damit überlastet, weil er die Bilder, denke ich mal, alle zwischenspeichert und irgendwann ist es halt voll bei einer Animation, weil er jedes Bild ja rendert. Und bei so einem Render-Manager geht es alles viel schneller und viel sicherer. Aber ich will euch nicht zulabern, wir sehen uns gleich in After Effects. Bis dann, haut rein. So, angekommen in After Effects haben wir erstmal das Projekt vor uns. Wie gesagt, ist ein bisschen anders. Also ich habe das alte Projekt von mir genommen, aber ist eigentlich wurscht, wie das aussieht, ist irgendwie alles derselbe Rotz. So, aber auf jeden Fall machen wir erstmal unsere Flares. Das heißt, wir gehen auf rechte Maustaste neu. Auf Farbfläche. Ja, lassen die, können uns, okay, benennen wir die Flares. Und ja, Comp Size und okay. So, jetzt wählen wir uns bei, naja, Effekte wäre zu doof, obwohl doch Effekte. Wir wählen Reiter Effekte oben, wenn wir uns die auswählen, Reiter Effekte, gehen auf Copilot, Video Copilot, gehen auf Optical Flares. Jetzt lädt er die Flares. Und ja, voilà, da sind wir. Wenn ihr kein Optical Flares habt, könnt ihr auch einfach die Flares nehmen, die ich bei den 500 Abo Special reingetan habe, könnt ihr euch downloaden. Sind einige, keine Ahnung wie viele mehr. Auf jeden Fall sind sehr viele. Wenn ihr nicht wisst, wie das genau funktioniert, ich habe da mal eine Anfrage bekommen, wo ich mal ein Video darüber machen soll. Ich jag eins hinterher. Also macht euch keine Sorgen, wenn ihr nicht wisst, wie. Ich hau dann irgendwie später mal ein Video raus, wo ich das dann irgendwie noch mal kurz zeige. Also, aber jetzt mache ich das mal mit Flares, Optical Flares. Alles bei auf Option habe ich hier erstmal verschiedene Settings. So, jetzt gehe ich mal, suche mir irgendein Flair raus. Ich weiß jetzt blöd, ich glaube, den habe ich sogar genommen. Auf jeden Fall nehmen wir den. Der sieht gut aus. Wenn wir uns ausgewählt haben, gehen wir auf OK. Okay, das könnte vielleicht ein bisschen zu krass sein. Aber gut, gehen dann auf den Render-Mode, auf Transparent. Haben es dann hier. Ja, das sieht ein bisschen zu krass aus. Ich will das eher sehr geschmeidig haben. Aber gucken wir mal. Könnte vielleicht was werden. Gehe hier an den äußeren Rand. Gehen wir auf die Farbe. Ändern wir mal die Farbe. Ja, es könnte ist sogar okay, denke ich. Wo nehmen wir einen anderen Flair? Also haben wir Zeit. Sind die erst 28 Minuten um. Ich beeile mich. Gehen wir auf Pro Settings, dann nehmen wir jetzt die, ich denke, die sind okay. Ja, die sind perfekt, super. Ich will das mich nicht so krass haben, sondern ein bisschen dezenter und zarter. Aber wir verpacken hier einen oben hin, dann gehen wir auf die Farbfläche STRG-C, STRG-V. Dann haben wir es dupliziert, dann gehen wir auf den Flare, Optical Flares auf der einen Farbfläche und ziehen das Ding einfach auf die andere Seite. Allerdings, da es so weiß ist, werden wir die Farbe mal ein bisschen ändern. Okay, rot ist ein bisschen krass. Hat sogar was eigentlich mit diesem Blau. Vielleicht nicht zu krass, aber ja, ein bisschen, schadet nicht. Das sieht doch schon mal gut aus.
So, ja, ich denke, ist auch so okay. So, voilà, jetzt haben wir das schon mal. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen, sehen wir hier zum Beispiel, ist es ein bisschen ausgebleicht worden, unser Objekt. Das ist schade, aber nicht, weil wir machen das gleich nochmal mit Kurven alles. Ein bisschen Color Correction, also Farbkorrektur. Aber jetzt wollen wir erstmal den Text haben. Heißt, wir haben hier unsere Animation und ab einem gewissen Punkt geht es zur Seite. Und ab genau da will ich, dass Text hinkommt. Heißt, ich wähle mir hier das Texttool aus und klick einfach irgendwo ins Bild und gebe da irgendeinen Namen ein. In meinem Fall iDesignisch. Und er hat mir das sogar schon in der richtigen Größe gemacht, weil ich hatte das irgendwie noch zwischengespeichert. Aber ihr habt es wahrscheinlich anders. Das heißt, ihr habt es wahrscheinlich irgendwas mit so oder so. Also so ganz klein. Pfennig hat was, aber wir machen es so, wie ich im Intro hatte bei mir. Auf jeden Fall, um das ein bisschen größer zu machen, also ihr könnt hier zum einen euer Font auswählen, eure Schriftart. Ich lasse jetzt aber Nasalization und mache erstmal das Ding größer. Habe ich das so erstmal. Und jetzt wähle ich erstmal die Breite aus. Und ich denke, so ist das okay. Ja, ich denke, so ist okay. So, dann will ich, dass das Ding erstmal leuchtet. Das heißt, ich gehe auf den Text, gehe auf, wo haben wir's, auf Ebene, gehe dann auf Unterkomposition erstellen, machen ja, und jetzt erstellt er mit dem Text eine neue Komposition. Das heißt, ich kann jetzt bei dem Text noch andere Ebenen hinzufügen und die wirken sich dann nur auf den Text auf und nicht auf den anderen Kram. Denn wir wollen jetzt eine neue Ebene erstellen. Heißt neu. Also rechnen wir aus, das ist eine neue Einstellungsebene und die Einstellungsebene bringen wir mal zum Leuchten, indem wir hier bei Effekten und Vorgaben klicken wir drauf und geben ein Leuchten. Ihr könnt das auch alles unter den Reiter Effekte finden, allerdings ist das sehr umständlich, weil da müsst ihr alles suchen, wo alles ist. Das ist jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Auf jeden Fall packen wir das Leuchten und packen es auf die Ebene drauf. Und wie ihr sehen könnt, es leuchtet ein bisschen. Wenn ihr das ein bisschen mehr zum Leuchten bringen wollt, also was heißt ein bisschen mehr, ihr könnt es zum Beispiel duplizieren mit STRG-D. Und jetzt seht ihr, ist es ein bisschen mehr. Ihr könnt es nochmal duplizieren und so weiter, wie ihr wollt. Aber das ist für mich ein bisschen krass. Deswegen löscht das eine und lasst es so. Wie ihr sehen könnt, sieht es schon mal gut aus. Ich will aber, dass es rot ist. Obwohl, ich will es diesmal blau haben. Ich denke, blau sieht gut aus. Gehen wir hier erstmal beim Kanal auf Alpha-Kanal. Gehen dann hier bei der Farbe. Wählen wir uns eine Farbe aus. Heißt, blau wollten wir haben. Und eigentlich sollte das Ding leuchten. Warum auch immer es das nicht tut. Gehen mal zurück, vielleicht sieht man es. Ja, doch, es tut sogar. Irgendwie sieht man das hier komischerweise nicht gut. Könnte natürlich an Blau liegen. Wir machen das mal spaßeshalber rot. Oh ja. Doch, es ändert die Farbe. Aber gut, wir wollen Blau. Na, Blau. So, jetzt noch zu anderen Farbe, also zur Farbe B. Wenn ihr jetzt hier seht, sehen wir ein bisschen schwarz. Das Schwarze sieht doof aus. Und das Schwarze ist genau das hier. Also diese Violetten, die gebildet werden. Die wollen wir blau. Und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt mehr Blau, alles blau und sieht auch cool aus, weil das Projekt ist auch blau. Finde ich, sieht gut aus. So, als nächstes wollen wir aber, dass der Text verschwindet.
heißt erst, dass er voll sichtbar ist, wenn das Objekt nach hinten ist. Das geht ganz einfach, und zwar wir nehmen uns unser Zeichenwerkzeug und wählen uns eine Maske, also zeichnen uns eine Maske um den Text. So, jetzt müsste, wenn Text außerhalb der Maske wäre, wäre sie jetzt weg. Aber da das ja keinen interessiert, wir wollen nämlich, dass der Text in der Maske weg ist, gehen wir auf das Pfeilchen, gehen auf Maske, dann gehen wir hier bei der Maske auf Umkehren. Das heißt, nämlich was jetzt in der Maske ist, ist weg und außerhalb der Maske wäre da. Und genau das, was es wollen wir haben. So, das heißt, jetzt wo das Ding nach außerhalb geht, da kommt es ungefähr an, wollen wir das keyframen. Das heißt, bis dahin soll der Text angekommen sein. Das heißt, wir öffnen hier die Maske, Maskenpfad, setzen wir ein Keyframe. Und bevor wir jetzt irgendwo draufklicken, drücken wir G, weil ihr sehen könnt, ist ein Minus davor. Wenn ich jetzt klicken würde, wäre der eine Punkt weg. Und den wollen wir nicht. Wenn wir jetzt G drücken, ist Plus, und das heißt, ich kann jetzt eine Maske, kann jetzt ein Bobble hinzufügen. Oder die Maske verschieben. Und genau das tun wir. Also, erstmal gehen wir dahin, wo wir sein wollen am Ende. Und dann schieben wir die Maske ganz bis zum Ende. Und ihr habt automatisch einen Keyframe gesetzt. Jetzt gehen wir mal zurück. Und wie ihr sehen könnt, geht erstmal die Animation, wie wir sie haben wollen. Und dann geht das Ding weg. Und jetzt schiebt sich der Text dahin, wo wir haben wollen. Und zum Ende ist er voll da. Soweit, so gut. Wir nähern uns dem Ende. Wenn ihr noch da seid, super, sehr schön. Ihr werdet es nicht bereuen. Denn jetzt wollen wir zu guter Letzt noch ein bisschen die Farbkorrektur umstellen. Heißt, wir rechte Maustaste wieder neu. Einstellungsebene. Und diesmal machen wir Kurven. Das heißt, bei Effekten gehen wir auf Kurven. Nehmen wir hier bei Farbkorrektur Kurven, packen die erstmal da auf der Einstellungsebene und können jetzt ein bisschen rumspielen. Das heißt, wir schrauben den Kontrast ein bisschen runter. Wir ein bisschen die Farben oder die Helligkeiten rausnehmen. Jetzt sieht es schon mal sehr geil aus. Ich mag es ja so saftig. Also, oh geil, da geht mir echt einer ab, ohne Witz. Aber egal. Machen wir bei Kanälen, gehen wir jetzt mal blau. Mal gucken, werden wir mal blau ein bisschen mehr erhöhen. Nee. Packen wir blau raus. Nee. Ich denke, das lassen wir sogar so. Sieht schon mal ganz gut aus, wenn wir aber nur den Kontrast ein bisschen raus kriegen. Das reicht schon. Und jetzt gucken wir mal. Ja, sieht auch schon mal sehr genial aus. Ja, und das war der ganze Zauber. Ich werde euch das ganze Zeug unten in die Videobeschreibung tun, also könnt ihr euch das downloaden, wenn ihr euch denn nicht das Intro machen wollt. Weil auf mein 400 Abo Special habe ich öfter mal Nachrichten bekommen nach dem Motto, ja, mach doch mal ein Intro, bla bla bla. Also, lange Rede, kurz zu sehen, ich mache sowieso keine Intros, also bitte fragt mich nicht mehr. Aber gut, jetzt wollen wir das Ding mal rendern. Wir gehen auf Komposition, an Renderliste anfügen, gehen dann auf verlustfrei, also auf der Ausgabemodus. Und jetzt haben wir das Format. Das Format wählen wir uns. Wo haben wir es? H264 aus. Das ist ein sehr kleines Format. Und wenn ihr Audi noch drin habt, dann geht auf die Audio-Ausgabe, damit er das mitrendert. Bei uns ist es nicht, weil sonst wird die Datei größer. Und wir gehen auf OK.
dann speichern unter, wählen uns einen Namen aus und wählen uns das mal als Dutt auf OK. Und ja, das sieht schon mal ganz gut aus und dann können wir das soweit rendern. Ja, so, ich hoffe, es hat euch gefallen. War diesmal nicht so lang wie letzte Mal, aber trotzdem, ich hoffe, ihr habt was gelernt und ich fand das immer wieder gut, ist sehr effektiv, ein cooles Tool, nicht unbedingt lange bzw. schwer zu machen, finde ich aber, sieht sehr gut aus. Aber wie auch sei, experimentiert, könnt eure eigene Kreation machen. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß und bis denne.